Hello, hello, what's up? Welcome back to a new video. Hope you're doing good. Spaß, alles gut. Ich weiß doch, dass 90% von euch kein Wort Englisch können. Deswegen switche ich mal lieber auf Deutsch. Kein Problem, ich mach das doch gern für euch. Für meine lieben Zuschauer. Mal schauen, was ihr mir so unter die Videos schreibt. Guten Tag, lieber Bennard. Ich sah dieses informative Video und bemerkte direkt, Sie sind der Mann für diesen Job. Danke erstmal für das Kompliment, aber der Rest juckt mich nicht. Und ich habe auch keinen Bock, so einen langen Text durchzulesen. Also, als ob ich mir das jetzt durchlese, Bruder. Komm schon. Denkt euch ein paar lustigere Kommentare aus und ihr schafft es vielleicht ins Video. Und damit starten wir auch mal direkt rein. Mein TikTok-Gehirn braucht ein paar goofy Clips, um klarzukommen. Well, looks like I'm banned from Burger King. Und natürlich auch für euch noch einmal übersetzt. Nun, es sieht so aus, als wäre ich von Burger King ausgeschlossen. Hast du wirklich einen Böller in die Toilette vom Burger King gelegt? Junge, was das für eine gestört geile Aktion. Also ehrenlos natürlich, weil irgendjemand musste das dann wieder sauber machen. Stellt euch mal vor, ihr habt den ersten Tag beim neuen Job und ihr müsst euch direkt um das Klo kümmern, was von irgendjemandem mit einem Böller gesprengt wurde. Ich würde direkt meine Uniform ausziehen und kündigen. Leckt mich am Arsch, ihr könnt das selber machen. Aber mal davon abgesehen, sah das schon lustig aus. Ehrenlose Aktion. Nehmt euch kein Beispiel daran. Nehmt euch lieber ein Beispiel an diesem Typen hier. Denn der kleine Schlawiner zeigt euch jetzt mal, wie man sich paar Mädchen klärt. Die sind einfach mindestens doppelt so alt wie er. Und auch doppelt so groß. Oh, Rizzy. Okay, jetzt los. Er wollte was machen. Hell no! Ain't no way, dass Lil Bro den Gritty raushaut. Die Jungs haben auch das Goofy A Handbuch studiert. Erst der Riz, dann der Gritty, dann das Lachen und dann auch noch diese Sprache. Oh no, hell no. Könnte einer von uns sein, ich sag euch ehrlich. Aber wie bewerten wir jetzt den Riz von Lil Bro hier? Ich gebe ihm eine solide 8 von 10. Okay, vielleicht 9 von 10, weil der Gritty-Abgang war krass. Eine 10 von 10 hätte es nur gegeben, wenn er sie auch wirklich gepullt hätte und Nummer und so geklärt hätte und auch schon nächstes Date ausgemacht. I paid $100 for this. Wer auch immer hier jetzt eine Übersetzung braucht, Bro, geh Englisch-Nachhilfe, wirklich. Das wär's mir wert, ich sag euch ehrlich. Da geht's auch nicht ums Geld. Da geht's mehr um die Erfahrung, um die Experience. Ich meine, das Chicken kostet so $5 und die Präsentation für immer 90. Aber trotzdem tausendmal besser als Nusret oder andere Restaurants. Stellt euch mal vor, es wäre einfach explodiert. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Rockstar Games hat offiziell angekündigt, dass der Trailer für GTA 6 im Dezember kommen wird. Und das heißt, nächstes Jahr kommt endlich GTA 6, 10 Jahre nachdem der letzte Teil erschienen ist. Ich bin wirklich zu krass gehypt. Ich glaube, das wird das heftigste Spiel, was wir jemals gesehen haben. Nach Fortnite natürlich. Für Fortnite. Für Fortnite! Ich bin so gespannt. Gespannt wie ein Bogen. Die Grafik von dem Game wird so geisteskrank gut sein, dass es dem hier, glaube ich, schon sehr nahe kommt. Okay, das ist wirklich gut gemacht. Ich check nicht, ob das jetzt real ist oder wirklich GTA 6. Oh mein Gott, haben wir hier etwa den ersten Leak der Grafik gefunden? Nein, kommt runter. Das Video ist einfach im echten Leben aufgenommen. Also, falls ihr wisst, was das heißt, das echte Leben. Der Schatten vom Kameramann ist das Beste am Video. Der Bruder hat wirklich GTA studiert. Er lebt halt wirklich in GTA. Ey, jetzt einfach mal Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich echte Aufnahmen und echte Leaks von GTA 6. Hier bekommt ihr sie als erstes zu sehen. Euer Bennard ist für euch da. Cala a boca, seu carioca. Seu café da manhã é bala de .50. O ventilador de sua casa é o helicóptero da polícia.
Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, nee, hat mich überzeugt. Nimm mein Geld. Ich werde das kaufen und 24/7 suchten. Sieht ja wirklich fast aus wie die Realität. War tausendmal besser als das, wo der Bre GTA in Real Life gespielt hat. Stellt euch mal vor, die Barbershops aus GTA würden auch in echt so funktionieren wie im Spiel. Eins zu eins, genau so wird es sein. Der Bre wurde einfach von Jonathan zu Jamal. Klasse. Einmal dicken Applaus für den Vollidioten der Woche. Auf Rille. Ein Schwinger muss sein. Arme nach Köln. Ich dreh durch. Oh Mann, ey, das macht mich aggressiv beim Zuschauen. Das geile Essen, Junge. Wieso hast du so reingekackt? Der Arme wollte flexen und cooles Video für die Jungsgruppe machen und hat dicke Schelle vom Leben kassiert. Wohin wählt er? Wovor rennt er weg? Das sieht so aus, als hätte er heute noch einen wichtigen Termin, so schnell wie er unterwegs ist. Ich würde gar nicht mehr klarkommen, würde ich das auf der Straße vor mir sehen. Wie er da so lang wackelt mit seinen langen Beinen. Geil, Mann. Feier ich. Ey, vor welchem Tier habt ihr eigentlich so am meisten Angst? Also, ich hab am meisten Angst vor denen, die noch nicht abonniert haben. Oh Gott, wie kann man denn ganz entspannt das Video schauen, ohne zu abonnieren? Vertraut mir, schließt euch den 45.000 Leuten an, die es schon vor euch getan haben. Nur ein Klick auf den Abo-Button und ihr werdet morgen früh aufwachen und direkt 10% besser in allem sein. Quelle, vertrau mir, Bruder. Nee, jetzt aber mal ernst. Ich finde Krokodile echt gruselig, weil das sind einfach Monster. Das sind Real Talk einfach echte Dinosaurier, die, wenn die dich einmal packen, komplett vernichten. Du bist dead danach. Vorbei mit dir. Naja, ich hatte bisher immer Angst vor denen, aber seit ich gesehen habe, wie goofy die Dinger unter Wasser aussehen, kann ich die nicht mehr ernst nehmen. Was ist das denn? Junge, sieht das peinlich aus. Lil Bro denkt auch, er ist gruselig und seriös. Oh, schaut mich an, ich bin das Krokodil. Wie er da hängt im Wasser wie so ein Penner. Moment mal, hat er das Sneaker an? Ach so, nee, das ist die Spiegelung. Oh, ich dachte jetzt schon, er ist dripped out. Ja. Du siehst peinlich aus, Bro. Wie so eine Witzfigur hängst du da so auf 7:30. Oh my God, Bro. Oh, hell no, man. Ich habe jetzt doch keine Angst mehr für euch Losern. In Photoshop ist es jetzt möglich, dass man der künstlichen Intelligenz etwas sagt und sie bearbeitet es dann so, wie ihr es wollt. Er hier wird uns jetzt zeigen, wie es funktioniert. Move glasses. Let's see how that goes. Okay, er sagt der künstlichen Intelligenz jetzt, dass sie einfach die Brille entfernen soll. Und mal gucken, wie sie das so macht. Almost there. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich würde sagen, die KI hat einen Fehler gemacht, aber fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Oh Gott, ist das gottlos. Wieso macht die sowas? Wer hat das programmiert? Das ist doch Photoshop, das ist doch eigentlich das seriöseste Programm, was möglich ist. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, gehört gefeuert. What the f*** did I find? Hey Alexa. I think you just whispered to me. From now on, when you whisper, I will whisper back. Oh, you're a dirty bitch. Turn off whispering. Oh my God. Oh my God. Alexa. I'd rather. Fart for me. Okay, here's big fart. Oh, shit. Oh. Okay, wer kommt auf diese Idee? Wieso sagst du zu deiner Alexa, dass sie für dich furzen soll? Bro, was geht bei dir falsch im Kopf? That was a deep one. Oh, yeah. Shall I play another fart sound? Yeah, give me another one. Come on. Oh mein Gott, was war das denn? Bah, ist das ekelhaft. Ich saß genau so gerade hier beim Anschauen von diesem Clip. Genau meine Reaktion. Was ist da los? Und was müssen sich die geheime... Und was muss sich die geheime Regierung denken, wenn sie dieses Gespräch heimlich abhört? Oh, hey, ich glaube, ich habe hier was Interessantes in der Leitung. Ach, nee, doch nicht. Krank, wirklich. Und nochmal doppelt so krank, wer auch immer von euch das zu Hause mit seiner Alexa ausprobieren sollte. Sagt mir gerne, ob es funktioniert hat. When nobody is at the gym.
Für was trainiert er da? Wozu braucht er das? Und was ist das überhaupt für eine Übung? Ich habe ja das Gefühl, dass es die Übung gar nicht gibt. Ja, sieht nice aus. Aber wenn ich alleine im Gym sein sollte, mache ich lieber sowas hier. Ey, was geht denn schon wieder bei Speed ab? Der kämpft gerade gegen seine inneren Dämonen. Die wollen ausbrechen aus ihm. Der ist besessen, der Arme. Aber ich bin euch ehrlich, bei Speed wundert mich mittlerweile gar nichts mehr. Der Typ ist absolut crazy und durchgedreht. Trying to make the most wild video when reversed. Okay, ich verstehe. Also, für alle, die es jetzt nicht gecheckt haben, er will ein normales Video machen und gibt sein Bestes dafür, dass es dann am Ende, wenn man es rückwärts abspielt, ein absolutes Banger-Video ist und am besten auch noch Sinn ergibt, okay? Okay, okay, die Ansätze waren schon mal nicht schlecht. Ich check, wo es hingehen soll. So, und dann nehme ich jetzt einfach mal das Video und lasse es rückwärts abspielen. Mal schauen, was so dabei rumkommt. Was zum Teufel? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das hat mich jetzt noch mehr verwirrt als die originale Version. Also, was hast du erwartet? Komplett reingekackt. Du hast die Lebenszeit von mir und von meinen Zuschauern einfach genommen, ohne was zu sagen, und dann verschwendet. Danke dir. Cool, Mann. Korrekt. Naja, Freunde, und wenn ihr euch auch auf GTA 6 freut, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen und vergesst nicht zu abonnieren, ihr Schlawiner. Ciao, ciao.